Kollege Schulz. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Kämmerling. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 17. Oktober 2013 haben Sie, die Fraktion der Piraten, Ihren Gesetzentwurf eingebracht. Seitdem haben wir Ihr Anliegen im Haushalts- und Finanzausschuss und im Ausschuss für Kommunalpolitik beraten. Wir hatten zwischenzeitlich eine Anhörung und in beiden Ausschüssen die entsprechende Auswertung. Jetzt kommen wir 8,5 Monate nach Einbringung des Gesetzentwurfs der Piraten wieder im Plenum zusammen. Und die Antragsteller wollen immer noch das bestens funktionierende Sparkassengesetz ändern. Ich will Ihnen klar sagen, meine Damen und Herren, in den 8,5 Monaten ist nichts geschehen, was mir Ihr Anliegen notwendiger erscheinen ließe, als dies im Oktober vergangenen Jahres bereits der Fall war. Ich will Ihnen gerne begründen, warum ich das so sehe. Ich bin weiterhin der Meinung, dass beim vorliegenden Diskussionsgegenstand der Grundsatz Bundesrecht bricht Landesrecht Anwendung findet. Ausreichend diskutiert haben wir Artikel 74 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz, demgemäß die Gesetzgebungskompetenz gegenüber Kreditinstituten dem Bundesgesetzgeber obliegt. Und auch über die Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse von Bund und Ländern gemäß § 72 Absatz 2 Grundgesetz haben wir uns bereits auseinandergesetzt. Unstrittig ist, dass der Bund mit § 285 Nummer 9 HGB genau hiervon Gebrauch macht. In der Tat hat ein Sachverständiger in der Anhörung keine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz gesehen. Ein anderer hat in derselben Anhörung eine gegenteilige Auffassung vertreten. Meine Bedenken, Herr Kollege Schulz, dass wir als Landesgesetzgeber das von Ihnen geforderte gar nicht regeln dürfen, jedenfalls sind schlicht und ergreifend nicht ausgeräumt. Lassen Sie uns aber nicht ausschließlich betrachten, ob wir das nun regeln dürfen oder aber nicht. Wenn wir als Gesetzgeber etwas regeln sollen, haben wir auch die Pflicht zu würdigen, ob es für eine neue Regelung überhaupt einen Bedarf gibt. Spätestens hier, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktion der Piraten, verliert Ihr Anliegen meine Sympathie. Als Sie Ihren Gesetzentwurf vor fast 9 Monaten hier einbrachten, legten bereits 99 von 105 Sparkassen entsprechend Ihrem Ansinnen offen. Mein letzter Stand ist, dass mittlerweile nur noch ganze 4 Sparkassen fehlen. Das hat auch einen Grund, nämlich den § 19 Absatz 6 des Sparkassengesetzes NRW. Da ist nämlich jetzt schon geregelt, dass offengelegt werden soll und die Gewährträger eine Hinwirkungspflicht haben. Sie, meine Damen und Herren der Piraten, wollen eine weitergehende Pflicht als diejenige zur Hinwirkung. Ließen wir Bedenken bezüglich der konkurrierenden Gesetzgebung, wie eben ausgeführt, einmal weg, könnte man eine Pflicht einführen. Selbst dann würde sich mir dennoch nicht erschließen, warum es sinnvoll sein sollte, etwas zu regeln, das ohne ein neues Gesetz bereits so gut funktioniert. Jetzt noch ganz kurz zur elektronischen Veröffentlichung. Den Teil verstehe ich ehrlich gesagt am wenigsten, und zwar besonders nach meinem eigenen Praxistest. Und Herr Schulz, Sie haben das eben noch mal ausgeführt, wie auch bereits in der Anhörung, wie aber auch bereits in 2 Ausschüssen. So kompliziert ist es aber gar nicht. 4 einfache Schritte reichen auf dem Weg zur Erkenntnis aus. Man gibt in das Adressfeld seines Browsers www.bundesanzeiger.de ein, gibt dort die gewünschte Sparkasse ein, klickt dann drittens auf Suchen und gelangt zu sämtlichen Jahresabschlüssen, in deren Anhang namentlich je Vorstandsmitglied die exakte Vergütung aufgelistet ist. Ich frage mich ernsthaft, was will man da noch mehr? Herr Witzel, wer weiß das? Also ich denke mal, wer auf der Suche im Internet hiernach ist, dem ist auch die Suchmaschine Google ein Begriff. Ich würde dann erläutern, wie man dann nicht in 4, sondern in 6 Schritten auch über Google zum gleichen Ergebnis kommt. Unter dem Strich funktioniert aus meiner Sicht alles, was die Piraten hier fordern, bereits jetzt und das absolut zufriedenstellend. Dass Sie einen anderen Regelungsweg wünschen, ist legitim. Den für unsere Zustimmung notwendigen Bedarf dafür erkennen wir aber nicht.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kämmerling. Bitte bleiben Sie gleich am Redepult stehen. Herr Kollege Schulz von den Piraten hat sich nämlich zu einer Kurzintervention gemeldet und müsste jetzt einmal sich eindrücken. Bitte schön. Vielen Dank. Lieber Kollege Kämmerling, ich muss da leider doch noch mal darauf eingehen, auf Ihre Darstellung hinsichtlich der Frage konkurrierende Gesetzgebung, ja oder nein. Wir haben ja nun mal in der Expertenrunde von drei versierten, absolut als Koryphäen zu bezeichnenden Bankjuristen gehört, dass dass der Regelungstatbestand, der hier in Frage steht, dem Sparkassenverfassungsrecht angehört und nicht dem materiellen Sparkassenrecht, welches in der Tat dann gegebenenfalls der konkurrierenden Gesetzgebung unterliegen könnte, auch unter Berücksichtigung aktienrechtlicher Bestimmungen. Aber Fakt ist, die Regelung, wie wir sie hier in den Raum gestellt haben, haben alle Experten eindeutig als in die Gesetzgebungskompetenz des Landes möglicherweise fallende Regelung angesehen. Würden Sie also hier an dieser Stelle diesen drei, unter anderem auch von Ihrer Fraktion geladenen Experten, ins Zeugnis schreiben wollen, dass Sie Unrecht haben? Das kann doch meines Erachtens nicht ganz angehen. Und wenn Sie auf der anderen Seite hier ausführen, dass das, was existent ist, nämlich innerhalb von § 19 Sparkassengesetz einerseits wie andererseits im Rahmen des Transparenzgrenzgesetzes NRW, wie dann aber auch im Rahmen der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen, und alles so wunderbar funktioniert, wie kann es also, und zwar nach Ihren Worten absolut, wie kann es also sein, dass noch am 25.06.2014 drei gallischen Dörfern in Nordrhein-Westfalen entsprechende Schreiben übermittelt werden müssen? Ja, vielen Dank für die Kurzintervention. Sie machen dasselbe wie in der Anhörung, Sie machen dasselbe wie in der Auswertung und den Ausschüssen. Sie nehmen sich einzelne Punkte raus, die in den Stellungnahmen der Gutachter bzw. der Sachverständigen gestanden haben. Schauen wir uns doch mal genau an, was die gesagt haben. Rheinischer Sparkassen-Giroverband. Dieser bezieht sich in der schriftlichen Stellungnahme auf das Urteil des OLG Köln vom 9.06.2009 und unter Verbindung damit den Beschluss des Landgerichts Bielefeld vom 22.09.2009. Ich zitiere da einfach mal, stelle fest, dass eine landesrechtliche Norm über die Veröffentlichung der individuellen Vorstandsbezüge gegen die in Artikel 72 Absatz 1 Nummer 11 Grundgesetz getroffene Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen zwischen Bund und Ländern verstößt. Erstens. Zweitens. Professor Dr. Oebeke von der Universität Münster. Ich zitiere. Rechtspolitisch kommt es hier meines Erachtens vor allem darauf an, ob eine entsprechende gesetzliche Regelung erforderlich ist. Diese Frage ist meines Erachtens zu verneinen. Trotz der, wie gezeigt, eher schwachen Ausgestaltung der Regelung wird sie inzwischen nach jüngsten Presseberichten von 100 der 104, sagt er, Sparkassen im Lande, also mehr als 96% umgesetzt. Und jetzt kommt mein Lieblingssatz aus der Stellungnahme. Da heißt es nämlich, es gibt eine ganze Reihe von Feldern, wo gesetzliche Regelungen nicht umgesetzt und gesetzgeberisches Nachbessern zur Erreichung von Regelungszielen dringender erscheint. Schauen wir uns die beiden anderen, ich glaube, ich habe noch 10 Sekunden auch noch an. Professor Helmut Siegmann sagt, fraglich ist, ob die vorgeschlagenen Regelungen in die Gesetzgebungszuständigkeit des Landes fallen. Ich zitiere weiter, die vorgeschlagene Regelung könnte in das Gebiet der konkurrierenden Gesetzgebung nach Artikel 74 Nummer 11 Grundgesetz fallen. Und wir könnten noch zu Herrn Klein von Hostetter, Krambach und Partner sprechen. Das tut mir leid. Denn die würden das noch mal unterstreichen. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Kämmerling. Für die CDU-Fraktion spricht Herr Kollege Jung.